Servus zusammen, salve a tutti. Wunderschöne Grüße aus dem sehr verschneiten München. Bei uns sieht es hier also momentan so aus, das ist ein Bild von gestern Abend. Man findet zwar sein Auto wieder, aber dann hier rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Ja, weder vor und zurück. Also die meisten Leute lassen hier die Autos stehen. Aber es ist echt eine sensationelle Winterlandschaft. Das ist jetzt von heute Morgen, glaube ich. Ja, nee, von gestern Morgen. Das sieht irre aus hier, muss man sagen. Ich glaube, 45 Zentimeter oder sowas. Also wenn man nicht im Auto fahren muss, ist das sehr schön anzusehen. Am lustigsten sind die kleinen Kinder, die gar nicht durch den Schnee laufen können, wenn die da so einen Meter groß sind. Die lassen sich dann irgendwann fallen. Herrlich. So, aber hier in diesem Film geht es um den Nasdaq. So, heute Morgen, wir haben jetzt den 5. Dezember, es ist 4.38 Uhr und heute Morgen handelt der Nasdaq so bei 15.805. Das ist die Monatsansicht und das wird gerne rumgereicht momentan. Die Gefahr von diesem Doppeltop hier, ja, die ist vorhanden. Da liegt jetzt hier am All-Time-High auch das Monatsband. Aber wenn man den letzten Monat mal sieht, wie der hier die ganzen vorangegangenen Monate pulverisiert hat, ist das gar nicht so verkehrt. Von der Technik her sind wir noch leicht positiv über den Trendfolger. Der hat ja auch einen schönen Trend hinter sich. Und natürlich ist die Stochastik überkauft, aber wenn ihr euch das hier mal anschaut, das hier war vom, jetzt muss ich gerade mal gucken, die war überkauft von hier, von 9.500 Mitte 2020 bis hier, wie lange das gedauert hat, bis zum All-Time-High. Da sind wir schon bei 16.600. Das heißt, die Stochastik ist eigentlich hier völlig überfordert. Die kann hier mit auf Monatssicht gar nichts anfangen. Ich gehe mal in der Zwischenzeit auf die Woche. Jetzt haben die The Glorious oder The Magnificent Seven, die haben jetzt mal ein bisschen eine Pause eingelegt. Also per gestern eine Nvidia minus 2,6, Netflix minus 2, Alphabet auch 2% minus, Meta Platforms auch ein bisschen runter und auch die Apple 1% verloren. Die sind aber auch so stark gelaufen in den letzten Wochen, die haben sich jede Pause verdient. Und der Gesamtmarkt Nasdaq, also außer diesen im berühmten 7 war jetzt gar nicht so verkehrt, eigentlich fast unverändert. Das sieht dann immer gleich so dramatisch aus. Das ist die Wochensicht. Auch hier, also hier oben ist das alte High bei 16.700 oder 16.800, ich runde leicht. Und jetzt haben wir aber hier so ein kleines Doppeltop. Wir haben diesen Trend hier, den man gleich auf Tagessicht noch besser sieht, auch pulverisiert durch die letzten Wochen. Und was er gestern gemacht hat, war echt interessant, da komme ich gleich drauf. Aber auch hier von der Technik her, ja, wir sind überkauft, das nutzt aber nichts. MACD ist hier, das ist ja nichts anderes als eine Seitwärtsphase für das MACD. Gibt es kein frisches, neues, irgendwie sinnvolles Signal. Jetzt gucken wir mal auf den Tag von gestern. Das war nämlich ganz interessant. Der Nasdaq hat es geschafft und hat diese Bewegung hier, die wir haben, kommend von unten, 14.000, bis hoch zu fast 16.200, die hat er hier schon wieder komplett abgebaut durch so eine Mini-Korrektur. Und diese Korrektur hat einen ganz großen Vorteil, sie ist bis zur 20-Tage-Linie gegangen, auch drunter, schließt aber drüber. Das heißt, dieses Niveau hier, was wir hatten, so bei 15.724, das gilt erstmal als verteidigt. Das Zurücklaufen von dem oberen Band zur 20-Tage-Linie gilt als Korrektur. Das heißt, im Prinzip ist ja schon fast fertig hier, muss ich sagen. Also es ist eine schöne Korrektur, überhaupt keine Frage, hat sich alles hier abgebaut. Traditionelle Sichtweise wird leicht negativ. Über die moderne Sichtweise sind wir weiter negativ, natürlich auch Stochastik noch. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwie jetzt gleich hier so nennenswert hochziehen. Der Black Friday war okay, ja, also weiß jetzt nicht, ob der sensationell war. Der eine schrieb sehr gut, der andere sagt normal, der andere sagte wieder so voll in den Erwartungen. Aber es wird eine Zahl rumgereicht, die gefällt mir auch nicht. Es ist das erste Mal, dass das Kreditkartenverschuldungsvolumen bei über einer Billion Dollar liegt. Und die Zahlen dafür, die Amis gehen mit ihren Kreditkarten ein bisschen anders um als wir, die zahlen dafür zwischen 25% und 30% Zinsen. Irgendwann müssen sie es zurückzahlen. Also, wenn das mal ein bisschen anfängt, dass der sagt, ja, ich kann es nicht zahlen, weiß ich jetzt nicht, ob Amex, obwohl es auch ein Reisebüro ist, oder Mastercard oder Visa, jetzt die Aktien meiner Wahl wären.
Da möchte ich mich doch erstmal ein bisschen zurückhalten, weil das kann irgendwann auch mal ganz bösartig nach hinten treten. Über eine Billion, das muss man sich vorstellen. Das gefällt mir nicht so, diese Zahl, die mag ich gar nicht. Wie dem auch sei, wir haben hier als Unterstützung erstmal dieses Gap, was wir hatten vom 13.11. Da war der Schlusskurs bei hier 15.482. Das ist schon mal eine Unterstützung. Die wird auch von hier hinten rum gereicht. Das hatten wir schon mal gesehen im September, Anfang September. Das ist die erste nennenswerte Unterstützung. Die zweite kommt hier durch das Band, was sich verbindet mit dem Hoch von Mitte Oktober. Das ist die zweite Unterstützung. Und da suche ich dann auch noch ein bisschen drunter, suche ich dann die ersten Calls. Wenn ich mir das hier so anschaue, fette Bewegung nach oben und dann geht der seitwärts weg, muss ich davon ausgehen, dass wir nicht gleich steigen, aber dass wir jetzt für die nächsten 2 Wochen mal so eine, sagen wir mal, kleine Bergentalfahrt haben, so eine Seitwärtsrange weiter, die bei mir oben gipfelt im Bereich 16.300 und unten ihren Boden finden kann. Und das sind dann die Make-or-Break-Line bei 15.260. Also rund diese 1000 Punkte. Da erwarte ich eigentlich, dass wir uns drin bewegen und nicht nennenswert drüber oder drunter gehen. Am Freitag kommen die Arbeitsmarktdaten. Das müsste nach unserer Zeit sein 14:30 Uhr. Da wird die Fed auch drauf schauen. Da wird mit Sicherheit nochmal Bewegung kommen. Und nächste Woche ist großer Verfalltermin. Und da kann ich mir vorstellen, dass der schon ziemlich heftig wird. Das ist am 15., meine ich, ist das. Das wird schon. Kann ziemlich heftig werden. Da kann auch ein bisschen Schwankung kommen. Aber jetzt für die nächsten Tage rechne ich erstmal damit, dass wir hier in dieser Range bleiben. Ja, wie gesagt, hier unten 15.260 bis oben so 16.300. Ich habe folgende Scheine gefunden von den 28.000 K.O.-Scheinen, die es in Deutschland auf den Nasdaq gibt. Der eine hier ist der Call und hat die Basis 14.940. Jetzt muss ich den mal hier ein bisschen wegschieben. Da komm her. So, 14.940, da sind wir unter diesem Trend. Das wäre die perfekte Korrektur. Ja, 14.940, im Moment ein Hebel 17, da möchte ich jetzt aber erst mal warten, auch bis Freitag. Das, ich glaube, da muss man sich nicht zu sehr beeilen. Und den Put habe ich eingenommen, der liegt über dem All-Time-High bei 16.960, im Moment ein 14er Hebel. Auch damit, ich glaube, damit kann ich warten. Ich muss jetzt hier nicht zur Hektik irgendwie übergreifen. Das muss nicht sein. Eins wollte ich noch zeigen, und zwar hier, wenn ich jetzt die Fibos anlege, ups, die Fibos anlege von hier, da unten, bis hier hoch. Wäre, und das passt auch ganz gut, bei 15.350, das 38er-Retracement, trifft sich mit dem unteren Band, trifft sich mit dem eben schon besprochenen Hoch vom Mitte Oktober. Das ist auch oder zählt zu dieser Unterstützungs-Make-or-Break-Line. Das darf er sehen, dann wäre nichts passiert im Chart, dann ist es einfach nur eine gesunde Bewegung. Also von daher, der sieht nach wie vor okay aus. Ich rechne allerdings nicht in den nächsten Tagen mit einer nennenswerten Bewegung. Ab Freitag kann sich das wieder ändern. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.